Da kommt nix heraus. Da ist auch nix. Ah ja. Gut, das reicht jetzt mal wieder fürs Erste. Bis zum nächsten Mal. Sherlock Holmes und die Spur der Erwachten. So, kurze Pause gemacht und weiter geht's. Ich habe keine Ahnung, vielleicht habe ich hier schon alles. Vielleicht irgendwo was anderes vergessen. Da. Schauen wir uns hier nochmal genau um. Was haben wir denn hier? Ein trockenes Blümchen. Tja. Keine Ahnung. Gehen wir mal hier rein. Komisch, komisch, komisch. Du willst auch nichts von mir. Diese Blumen brauchen Wasser. Sehr gut erkannt, Watson. Anscheinend eine Spur von einem Lederschuh. Ist jemand hier gestürzt? Übrigens, Barnes, bevor Sie ein Unglück ereilt, ich bin recht sicher, dass Miss Fleming, die Blumenverkäuferin, Pralinen einem gebrochenen Knochen vorziehen würde. Aber woher können Sie wissen, dass... Schließlich hat sie selbst sie... Ich meine, ich habe niemanden davon erzählt. Außer Dr. Watson heißt das. Oh, jetzt verstehe ich, wie das läuft. Ganz und gar nicht. Watson würde niemals seine berufliche Schweigepflicht brechen. Er hat allerdings ihr ausgezeichnetes Geschäft und ihre Neuerscheinungen erwähnt. Da ich seine Ansichten zu klassischer Literatur kenne, bezweifle ich, dass es für ihn irgendeine Veranlassung gäbe, ihren Laden zu betreten, wenn es nicht um seinen Beruf ginge. Was könnte einen Mann ihres Alters und ihrer Position ausreichend quälen, um die Dienste eines Arztes in Anspruch zu nehmen? Ich habe Spuren von Schuhleder auf der Trittleiter bemerkt und daraus gefolgert, dass sie zweifellos das Gleichgewicht verloren haben, gestürzt sind und sich wahrscheinlich eine üble Verstauchung zugezogen haben. Was die Blumen angeht, sie ließen sie absichtlich vertrocknen und dort stehen, wo alle Welt den traurigen Anblick sehen konnte. Zweifellos in der Hoffnung, dass die Lieferantin es bemerken und sich herbemühen würde, um sie zu ersetzen. Außerdem kenne ich Miss Fleming als stattliche Frau, wie es typisch ist für die Skandinavierinnen. Ich bemerkte, dass sie wahrscheinlich Schuhe mit hohen Absätzen tragen würden, damit sie und Miss Fleming, sollte sie kommen, sich Auge in Auge gegenüberstehen würden. Leider ist das Herumklettern auf Leitern und Ähnlichem in solchen Schuhen eine riskante Unternehmung, nicht wahr? Das ist es in der Tat, Mr. Holmes. Glauben Sie mir, Barnes. Versuchen Sie es beim nächsten Mal mit Pralinen. Und außerdem braucht es etwas mehr als hohe Schuhe, um die richtige Seelenverwandte zu finden. Meinen Sie nicht? Ja, schön. Das hat jetzt was gebracht. Nix. Hallo. Hallo. Dun, 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 dun. Waren das jetzt alle Informationen, die ich brauchte? Haben Sie etwas gefunden, Mr. Holmes? Nein, hab ich nicht. Du bist deppert. Was könnte denn hier noch sein? Ich guck mal noch mal diese Fußspuren an. Irgendwann muss er hier sein. Fußspuren. Mal sehen. So. Am rechten Schuh fehlt ein Nagel. Aha. Aha. Das muss ich mir noch einmal gründlicher unter dem Mikroskop ansehen.
Na gut, die habe ich offenbar jetzt durchgeackert. Habe ich jetzt alles? Bitte. Ja! Kommen Sie, Watson. Wir müssen zurück in die Baker Street. Was halten Sie von all dem, Mr. Holmes? Mr. Stanwyck, ich wünschte, ich könnte Ihnen sagen, dass Ihr Diener sich ganz einfach freiwillig in die Dienste eines redlicheren Mannes begeben hat. Leider ist mir dieses Vergnügen nicht vergönnt. In Wahrheit gibt es schreckliche Neuigkeiten. Ihr Diener wurde gestern in Gesellschaft zweier Männer gesehen. Einer der beiden ist ein Mann mittlerer Größe, sehr stämmig und von reifem Alter. Seinen Beruf, der das Schlüsselelement in unserer Untersuchung dieses Falles darstellt, werde ich innerhalb weniger Stunden bestimmen. Der andere ist ein junger Hindi. Er ist groß und erst seit kurzem in England. Es steckt etwas Düsteres hinter diesen Ereignissen. Ihr Diener war nicht freiwillig bei diesen Männern. Die Beweise deuten eher darauf hin, dass er entführt wurde. In diesem Augenblick sind die Gründe hinter dieser Schurkentat unbekannt. Aber seien Sie versichert, die Wahrheit wird sich mir nicht lange entziehen. Gentlemen, ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Kommen Sie, Watson, wir müssen uns beeilen. Es gibt viel zu tun und wir haben nur wenig Zeit. Holmes, ich muss protestieren. Sie haben meinem Patienten Captain Stanwyck ganz schön zugesetzt. Das schien mir ungewöhnlich schroff. Das kann sein, Watson. Aber wichtiger sind jetzt die Gründe hinter der Entführung dieses jungen Eingeborenen gestern Abend mitten in London. Und noch wichtiger, was aus ihm geworden ist. Ich muss mich auf ein kleines Experiment konzentrieren, mit dem ich meine Theorien prüfen will. Bitte gehen Sie zu diesem armen, liebeskranken Barnes und fragen Sie ihn, ob er etwas über die Maori und ihre Traditionen hat. Und falls Sie den Zeitungsjungen draußen sehen, finden Sie heraus, was er weiß. Und wenn es von Wert ist, geben Sie ihm eine Münze. Und seien Sie um Himmels Willen kein Geizhals, Watson. Ein Geizhals? Sie kosten mich einen meiner Patienten und Sie stellen meine Großzügigkeit Ihren Informanten gegenüber in Frage? Wirklich, Holmes, manchmal gehen Sie zu weit. So, wir sind Sherlock. Nichts. Nichts. Was ist das denn? Jetzt ist das dazu nichts mehr zu gebrauchen. Das muss ich mir noch einmal gründlicher unter dem Mikroskop ansehen. Dann machen wir das. Nichts. Das Nein, jetzt habe ich das zu schnell weggedrückt. Was hat der gesagt? Nein, jetzt habe ich das weggedrückt. Ich Idiot. Ich bin ja richtig deppert. Laut diesem Buch stammt die Schuppe wohl von einem Barsch, einem Meeresfisch von großem wirtschaftlichem und kulinarischem Wert. Okay. Ah, das haben wir vielleicht bei Berichten. Verbindung aus Maori-Kugeln. Nichts. Mal sehen, ob ich mit meinen Chemikalien und dem Apparat eine Reaktion erzielen kann. Ja, Holmes ist ja so, Säure und Alkohol. Hör mal, Alkohol. Jetzt ist das dazu nichts mehr zu gebrauchen. Okay. Säure. Vielleicht, wenn ich Hitze hinzufüge? Ja, Holmes war ja der Erste, der so dieses forensische etwas gemacht, der mehr gemacht hat. Er kennt sich in Chemie sehr gut aus.